Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, liebe Kinder. Da sind wir wieder mit eurem Gottesdienst. Letzte Woche war ja kein Kindergottesdienst. Wir entschuldigen uns auch dafür, dass wir das vorher nicht angesagt haben. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne auf unserem YouTube-Kanal den Familiengottesdienst zu Erntedank anschauen. Der ist also auch was für euch. Da geht es um die Geschichte vom reichen Kornbauern. Heute wollen wir noch einmal von Josef hören. Ihr habt ja mitbekommen, dass Josef seinen silbernen Becher in den Sack von Benjamin tat. Und ja, das ist ja schon etwas merkwürdig. Warum ausgerechnet in den Sack von Benjamin? Was es damit auf sich hat? Und wie die Geschichte endet und ja, letztendlich ausgeht, das wollen wir heute hören. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der die ganze Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft Gottes, die uns Leben gibt, die darauf achtet, dass wir in Frieden leben können und um die wir immer bitten können, die immer da ist, wenn wir sie am nötigsten brauchen. Amen. Wir wollen miteinander unser schönes Hallelu, Hallelu, Halleluja singen. Und das können wir gerne mit Bewegungen machen. Und wir machen es heute mal etwas anders. Wir singen es nicht in Sprachen, sondern werden einfach immer schneller. Jetzt hören, wie das Ganze mit Josef endet. Am anderen Morgen luden die Brüder die Säcke auf ihre Esel und verließen die Stadt. Sie waren noch nicht lange unterwegs, als sie der Hausverwalter einholte. Er war ihnen mit einem Wagen nachgefahren. »Ihr habt ganz schlecht gehandelt«, rief er ihnen
zornig zu. Ihr habt den silbernen Becher meines Herrn gestohlen. Ruben schüttelte den Kopf. So etwas würden wir nie tun. Wir sind keine Diebe. Wir haben ja das Geld, das wir das letzte Mal in den Säcken fanden, wieder zurückgebracht. Durchsuche uns doch. Wenn du in einem unserer Säcke den Becher findest, dann soll der Dieb sterben. Die Brüder luden die Säcke ab und öffneten sie. Der Hausverwalter durchsuchte zuerst Rubens Sack. Er streckte seine Hand tief ins Korn, aber er fand keinen Becher. Dann kam der Sack Simeons an die Reihe. Ein Sack nach dem anderen wurde geöffnet und wieder zugebunden. Jetzt war nur noch Benjamins Sack übrig. Der Hausverwalter griff hinein und zog den silbernen Becher heraus. Die Brüder waren entsetzt. Voller Angst luden sie die Säcke auf ihre Esel und kehrten in die Stadt zurück. Dort erwartete sie Josef in seinem Palast, und die Brüder warfen sich vor ihm auf den Boden. »Warum habt ihr das getan?«, fragte sie Josef. »Wisst ihr nicht, dass mir nichts verborgen bleibt?« Judah antwortete für seine Brüder. »Ja, Herr, wir sind schuldig, aber nicht wegen des Bechers. Eine ganz andere Schuld lastet auf uns. Jetzt straft uns Gott. Du kannst mit uns machen, was du willst. Wir sind deine Sklaven.« Josef schüttelte den Kopf. »Ich will nicht ungerecht sein. Nur einer soll mein Sklave sein. Der Jüngste dort.« Er deutete auf Benjamin. »Die anderen dürfen nach Hause gehen.« »Nein, Herr«, antwortete Judah. »Ich lasse Benjamin nicht allein hier, sonst würde unser Vater vor Kummer sterben. Ich habe ihm versprochen, dass ich Benjamin wieder gesund nach Hause bringe. Erlaube mir, Herr, dass ich anstelle meines Bruders hier bleibe und dein Sklave werde.« Jetzt konnte sich Josef nicht mehr länger zurückhalten. Er schickte alle Ägypter aus dem Raum und fing an zu weinen. Dann sagte er: »Lebt mein Vater noch?« Die Brüder starrten Josef verwirrt an. Sie begriffen nichts. »Kommt näher«, befahl Josef. Schaut mich genau an. Ich bin euer Bruder. Ich bin Josef. Ihr habt mich als Sklave nach Ägypten verkauft. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich strafe euch nicht. Gott hat es so gewollt. Er hat mich nach Ägypten gebracht, um viele Menschen vor dem Hungertod zu retten.« Josef umarmte Benjamin und sie weinten vor Freude. Auch die anderen Brüder küsste er. Jetzt erst fingen die Brüder an zu reden. Es gab so vieles zu erzählen. Als der Pharao dies alles hörte, freute auch er sich. Er rief Josef zu sich und sagte: »Deine Brüder sollen ihre Tiere mit allem, was sie nötig haben, beladen. Sie sollen auch Wagen mitnehmen, damit sie mit ihrem Vater zu uns nach Ägypten fahren können, denn die Hungersnot wird noch andauern. Hier aber wird es ihnen an nichts fehlen.« Josef beschenkte die Brüder reich. Jeder bekam ein Festkleid, Benjamin sogar deren 5 und 300 Silberstücke. Auch für den Vater gab ihnen Josef Geschenke mit. Es waren so viele, dass damit 10 Lastesel und einige Wagen beladen wurden. So zogen die Brüder in ihre Heimat zurück. Dort berichteten sie dem Vater: »Josef lebt, er ist der Stellvertreter des Pharao in Ägypten.« Jakob wollte es nicht glauben. Erst als ihm seine Söhne alles genau berichteten und ihm die Wagen mit den Geschenken zeigten, rief er:
Josef lebt. Dann muss ich nach Ägypten reisen. Ich will ihn sehen, bevor ich sterbe. So zog Jakob mit seiner Tochter Dina, mit allen seinen Söhnen, den Frauen und Kindern der Söhne und mit allen seinen Knechten und Mägden nach Ägypten. Josef ließ Pferde vor seinen Wagen spannen und fuhr seinem Vater entgegen. Dann lagen sich der Vater und Josef in den Armen und weinten vor Freude. Der Pharao lud Jakob zu sich in den Palast ein. Er schenkte ihm und den Brüdern Land. Dort bauten sie Häuser und legten Äcker an. Jakob segnete alle seine Kinder. Er starb in hohem Alter in Ägypten. Puh, ihr Lieben, das ist ja nochmal gut gegangen, buchstäblich in letzter Minute. Seid mal ehrlich, hättet ihr das gedacht? Als ich diese Geschichte zum ersten Mal gehört habe, und das ist schon ziemlich lange her, da hätte ich mit diesem Ausgang nicht gerechnet. Warum eigentlich nicht? Tja, weil wir Menschen meistens das Schlimmste annehmen. Und man hätte ja hier wirklich denken können, dass Josef sich nun endgültig an den anderen Brüdern rächen wollte. Nein, aber das war von Anfang an, denke ich, nicht seine Absicht. Josef wollte ihnen, wie man so schön sagt, nur einen Denkzettel verpassen und zeigen, wie man sich fühlt, wenn man in solcher Situation ist. Denn dass Josef sich nicht gerade großartig gefühlt hat, als er im Brunnen lag und dann nach Ägypten verkauft wurde, das kann man sich ja vorstellen. Aber hier ist es Gott sei Dank anders gekommen. Josef verzieh seinen Brüdern. Sie erzählten, was seitdem geschehen ist, und ja, sie weinten auch vor Freude. Und Josef beschenkte sie reich, sie und natürlich auch seinen Vater, von dem er ja auch nicht wusste, ob er noch lebte oder nicht. Und dann kam Jakob mit all seinen Kindern und seinen Bediensteten nach Ägypten. Der Pharao lud ihn sogar in seinen Palast ein und schenkte ihm Land. Und wenn ihr schon einmal gehört habt, dass später das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde durch Mose, dann möchte ich euch jetzt sagen, dass hier der Ursprung all dessen begann. Jakob hatte ja den Namen Israel von Gott bekommen und so breitete sich das Volk Israel in Ägypten immer mehr aus. Und deshalb ist das nachher so gekommen, dass Gott sein Volk aus Ägypten befreien musste. Das geschah aber rund 400 Jahre später. Nur damit wir die Zusammenhänge verstehen. Dieser Pharao hier war nett und freundlich und dankbar, dass Josef ihn und sein Volk und viele andere Menschen vor der Hungersnot gerettet hatte. Und hier sehen wir, wie wichtig gegenseitiges Verzeihen und auch Vertrauen ist. Denn hätte Josef seinen Brüdern nicht verziehen, wer weiß, dann hätte es vielleicht überhaupt kein Volk Israel gegeben. Und das wollen wir hier einmal ganz klar festhalten. Vertrauen und Verzeihen ist immer besser
als für irgendetwas Rache zu nehmen oder sogar Böses mit Bösem zu bestrafen. Das ist nicht immer einfach und das wisst ihr auch. Aber Jesus will uns dabei helfen. Er will uns sagen, seid gut zueinander. Und das wollen wir lernen und wenn es geht, auch immer wieder tun. Da sollten wir uns ein Beispiel an Josef nehmen. Amen. Wir wollen noch ein Lied zusammen singen. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Wir wollen nun zusammen beten. Jetzt sind meine Augen bereit und auch meine inneren Augen. Auch meine Ohren sind bereit und meine inneren Ohren. Und auch mein Mund ist bereit, der Mund, der zu dir spricht. Und vor allem ist jetzt mein Herz bereit. Ich bin jetzt bereit, mit dir zu sprechen, Jesus, mein Freund. Wir schließen unsere Augen und beten. Jesus, es ist gut, wenn wir hören, wie Menschen einander verzeihen und ihre Fehler entschuldigen. Gibt es, wir das auch lernen, dass wenn uns jemand etwas Böses tut, wir nicht zurückschlagen. Jesus, du weißt, wie schwer das ist. Und wir wissen auch, dass wir das nicht immer hinbekommen. Hilf uns dabei. Hilf uns dabei, friedlich mit unseren Freunden umzugehen. Hilf uns dabei, Streit zu schlichten in den Kindergärten und in den Schulen und auch zu Hause. Jesus, sei du bei uns. Und steh du uns zur Seite, wenn es mal schwierig wird. Wir danken dir, dass du für uns da bist und dass du immer Zeit hast und dass wir dir alles sagen können. Das ist einfach nur schön zu wissen. Wir danken dir dafür, Jesus. Jetzt wollen wir beten, wie du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Herr, bitte sei über uns wie die Sonne und der Mond. Bitte sei hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Bitte sei rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass du da bist. Bitte sei vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und bitte sei unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns, allmächtiger, barmherziger Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. In den nächsten beiden Wochen ist kein Kindergottesdienst, weil wir Herbstferien sind. Der nächste ist dann erst wieder nach den Herbstferien. Und wir wünschen euch schöne Ferien und sagen Tschüss, bis dann. Tschüss. Tschüss.